Eine Windhose hat am Mittwoch in Altenlotheim mindestens 37 Dächer abgedeckt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Dachziegeln flogen auf Straßen und Höfe, Bäume wurden entwurzelt oder Äste rissen ab und flogen viele Meter weit. Trümmerteile trafen Autos und richteten auch hier großen Schaden an. Den Wagen von Markus Knauer erwischte es während der Fahrt. Oben im Ortseingang flog mir schon so ein dickerer Ast von der Esche aufs Dach. Und plötzlich hier Ortsmitte sah ich, dass Ziegeln auf mich losfliegen. Die kamen von rechts. Plötzlich gab es einen lauten Schlag und einen Knall. Und mir ist eine große Ziegel hinten in die Heckscheibe geflogen, die dann zerborsten war. Ich sah von rechts noch weitere Ziegeln fliegen. Hab trotzdem angehalten oder bin langsamer geworden. Hat mich dann so geschützt von der rechten Seite, wo viele Ziegeln halt zu sehen war. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz halfen in Altenlotheim. Auch Anwohner und Freiwillige aus Nachbardörfern packten mit an. Drei Menschen erlitten bei den Aufräumarbeiten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Ursula Klaus wurde Augenzeugin der Windhose, die von Südwesten her über den Frankenauer Ortsteil hereinbrach. Und da gucke ich und da ging wie so eine Windhose, das drehte sich wie so ein Fußball. Halt's rum und da flogen schon lauter Dachfetzen. In Altenlotheim werden die Betroffenen wohl noch tagelang mit den Folgen der Windhose zu tun haben. Die meisten Einsatzkräfte zogen am Abend wieder ab.